Werner, Sie können eigentlich froh sein, dass die Spielewarenmesse keine Publikumsmesse ist. Ich bin mir sicher, sonst würde Ihr Stand überrannt werden, ja? Von Kids. Dankeschön für das Kompliment. Hier gibt es ja mährischer Traktoren, Bagger in allen Varianten. Das ist ja, Sie gehen einem ja die Augen über. Sie haben sicherlich recht, das wäre so. Wir haben die Erfahrungen auch schon auf Publikumsmessen gemacht. Und da muss man eine völlig andere Standkonstellation dann anwenden. Das glaube ich. Das ist irgendwie so das Neueste unter den neuen Traktoren, oder? Ja. Was ist denn das für ein Teil? Sie haben vollkommen recht. Das ist unser X-Tag Premium. Mhm. Wir haben unser Topmodell noch etwas aufgewertet ja. in diesem Jahr. Und zwar mit LED-Beleuchtung. Ach, geh weiter. So. Ja, cool. Da haben wir einmal natürlich die Dauerbeleuchtung. Dann kann man das Ganze noch blinken lassen, wenn man das möchte. Langsam. Cool. Und dann nochmal richtig wild flackern, damit man darauf auch aufmerksam wird. Super. Und dann kann man das Ganze auch wieder abstellen. Also auch das wird ein kleines bisschen digitaler. Ja, ja, so ist es. Ich meine, dieser Traktor, den Sie jetzt hier sehen, ja. der ist neben seiner besonderen Funktionalität, aber nicht markengetreu. Das heißt, Sie werden dieses Fahrzeug draußen in der Landwirtschaft auf der Furche so nicht vorfinden, mhm. aber der größte Teil unserer Fahrzeuge ist originalgetreu. Das heißt, wenn Sie dort einen Fendt, einen Deutz, einen mhm. John Deere bei uns sehen, dann sieht der draußen, oder beziehungsweise unser Fahrzeug sieht genauso mhm. aus wie das draußen auf der Furche. Toll, ja. Das sind wir sehr, sehr originalgetreu. Es besteht natürlich bei Landwirten eine hohe Markenaffinität. Ja, klar. Das heißt also, nehmen wir mal das Beispiel. Der Sohn vom Bauer soll auch das gleiche fahren genau, wie der Papa in Groß. Wenn der Vater Favorit fährt, dann möchte der Sohn oder die Tochter natürlich auch gerne ein entsprechendes Modell haben. Am besten natürlich das, wovon der Vater vielleicht noch träumt, wenn es der 1050er Fendt ist. Wobei ich ja echt sagen muss, also Traktoren und Bagger sind nicht nur was für Bauernsöhne, das ist auch was für Großstadtkinder. Vollkommen richtig, da ist natürlich die Funktionalität entscheidend. Und wenn man es mit der Marke vielleicht nicht so hat, ja. haben wir uns gedacht, machen wir unser Eigenprodukt, unsere Eigenmarke. Das hat neben den LEDs noch Funktionen, die beiden Varianten ohne LEDs auch bieten. Ja. Sie können zum Beispiel, ich muss mal hier eben hochklettern, den Sitz verstellen, und zwar ohne Werkzeug. Kann ich was nicht, das wollte jedes Kind. Wie bei einem Autositz cool, auch, ja. ziehen Sie einfach hier an mhm. und drücken nach vorne oder nach hinten und schon ist der Sitz verstellt. Wenn Sie sich draufsetzen, ist die ganze Sache verriegelt. Und man kann unterschiedliche Sachen anbauen, oder? Der da hinten, das der kann hat man auch. Einen Kehrer, einen Straßenkehrer, dieser hat eine Schaufel. Dieses. Dieser kann noch etwas ganz Besonderes. Ja, was denn? Er kann zum Beispiel den Lader auch abnehmen, ein zusätzlicher Spieleffekt. Wenn Sie hier den Lader, die beiden Bolzen herausnehmen, dann schwuppdiwupp. Oh, das geht aber schnell. Ist der Lader weg. Super. Ja. Und kann verstaut werden. Ja. Wobei man ja sagen muss, dieser Lader, der sieht auch recht stabil aus. Das da kann man seine Söhne auch durchaus zwingen, sinnvolle Arbeit zu erledigen, oder? Sie sagen es. Sie haben sogar Schneeketten, ja? Also man muss sein Kind im Winter nicht mehr drin lassen, sondern kann einfach sagen, mach die Schneeketten auf dem Traktor, geh so raus spielen. Diese werden speziell für uns angefertigt, aber von der Firma Ruth, Rieger und Dietz. Das ist ein Pkw-Erstausrüster und das sind die in Pkw-Erstausrüster-Qualität. Und wenn Sohn oder Tochter die flüssig montieren kann, da kann jeder Winter kommen. Ich bin begeistert. Das sind durchaus erzieherisch wertvolle Spielsachen, die Sie hier verkaufen. Hätte ich Man gar nicht gedacht. Man kann mit unseren Produkten schon was fürs spätere Leben lernen. Großartig. Vielen Dank.